In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir den Grenzwert dieses Ausdrucks hier berechnen können. Diese Frage stammt von einem meiner Abonnenten. Wenn auch du eine Frage hast, die ich in Videoform beantworten soll, dann schick sie mir gerne an contact@mathe.online oder auf meiner Fragenplattform informatikstudium.net. Bevor wir mit der eigentlichen Rechnerei beginnen, möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, was dieser Ausdruck hier zu bedeuten hat. Das ist der sogenannte Binomialkoeffizient und in der Schule hast du wahrscheinlich gelernt, dass man den allgemein mit n über k darstellen kann. N über k ist dasselbe wie n Fakultät geteilt durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Was ist schon wieder dieses n Fakultät? Naja, n Fakultät ist definiert durch n mal n minus 1 mal n minus 2 mal n minus 3 und das geht jetzt immer so weiter, bis wir irgendwann bei 3 mal 2 mal 1 angekommen sind. 0 Fakultät ist dabei übrigens als 1 definiert. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, unten in der Videobeschreibung. Okay, wie hilft uns das jetzt bei diesem Ausdruck hier weiter? Naja, wir können jetzt ganz einfach die gelbe Definition des Binomialkoeffizienten auf den Ausdruck n über n minus 2 anwenden. Dabei entspricht das n minus 2 dem k hier unten. Wir wenden jetzt also ganz einfach die Definition an und schreiben in den Zähler zunächst einmal n Fakultät. Das ändert sich ja nicht zur klassischen Definition des Binomialkoeffizienten. Nur alle Vorkommen von k in der gelben Definition müssen wir jetzt durch n minus 2 ersetzen. Das heißt, im Nenner steht dann später n minus 2 in Klammern Fakultät mal n minus und jetzt n minus 2, wir ersetzen ja das k durch n minus 2, Fakultät. Diesen Ausdruck n minus in Klammern n minus 2 können wir jetzt auch ganz einfach auflösen, indem wir die Klammern loswerden und dann steht dort am Ende 2 Fakultät. Zudem können wir 2 Fakultät auch direkt zu 2 umformen, weil 2 mal 1 gemäß der blauen Definition der Fakultät einfach 2 ergibt. Okay, jetzt wenden wir mal die blaue Definition der Fakultät auf n Fakultät und n minus 2 Fakultät an. So, für die Rechnung haben wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Platz und schreiben uns zunächst einmal ganz allgemein mit Hilfe der Definition der Fakultät den Zähler auf. Das ist dann nämlich n mal n minus 1 mal n minus 2 mal n minus 3 mal n minus 4 mal und immer so weiter mal 2 mal 1. Im Nenner des Bruchs steht hingegen erstmal die 2 und dann die Definition von n minus 2 Fakultät. N minus 2 Fakultät ist in der blauen Definition all das, was ab hier quasi folgt. Das heißt, im Nenner steht dann n minus 2 mal n minus 3 mal n minus 4 mal und immer so weiter mal 2 mal 1. Ich habe die Faktoren im Nenner jetzt bewusst voneinander getrennt, denn dir fällt vielleicht auf, dass sowohl im Zähler als auch im Nenner dieser Ausdruck identisch ist. Das heißt, wir können das alles wegkürzen. Was übrig bleibt, ist dann nur noch dieser Ausdruck hier vorne. Das heißt, wenn wir n über n minus 2 umformen, dann kommen wir auf genau diesen Ausdruck hier unten. Das wenden wir jetzt zum Umformen unseres ursprünglichen Problems an. Das heißt, wir kriegen dann raus, Limes n gegen unendlich bleibt erhalten. Der Ausdruck, den wir umformen, 1 geteilt durch n Quadrat, bleibt erstmal bestehen. Das Ganze multiplizieren wir jetzt mit dem, was wir uns mühselig erarbeitet haben. Also n mal n minus 1 halbe. Okay, auch das können wir natürlich weiter umformen. Wir können beispielsweise n und n Quadrat gegeneinander kürzen. Und damit erhalten wir Limes, n geht wieder gegen unendlich. Was übrig bleibt, ist n minus 1 geteilt durch 2n. Davon jetzt den Grenzwert zu bestimmen, das ist recht leicht. Denn wir gucken uns mal an, was passieren würde, wenn wir das Ganze jetzt gegen unendlich laufen lassen. Dann haben wir hier oben etwas, was gegen unendlich geht. Und wir haben hier unten etwas, das gegen unendlich geht. Das bedeutet also, da wir einen unbestimmten Ausdruck, nämlich unendlich geteilt durch unendlich haben, können wir die Regel von L'Hôpital anwenden. Bei der Regel von L'Hôpital bilden wir die Ableitung des Zählerterms und die Ableitung des Nennerterms. Die Ableitung des Zählerterms von n minus 1 ist 1 und die Ableitung des Nennerterms 2n ist 2. Da jetzt kein n mehr auftaucht, wir das Ganze gegen unendlich laufen lassen und nur noch das 1/2 übrig geblieben ist, ist der Grenzwert dementsprechend 1/2. So, damit ist die Aufgabe gelöst und ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen.